Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Ranch Simulator. Und ja, wir sind heute wieder unterwegs, um unsere Ranch ein bisschen aufzupäppeln und werden damit starten, die Hühner mal zu kontrollieren. Da ist auch gerade wieder ein Küken geschlüpft, so soll das sein. Mal schauen, dass wir das hier nicht hier die Überhand gewinnen. Und ja, werden auch auf jeden Fall gucken müssen, dass wir die neuen Hühnerställe bauen, denn ja, da müssen wir auf jeden Fall Abhilfe schaffen, denn die werden sonst ein bisschen zu viele. Vor allen Dingen die, wo der Hahn dann drin ist. Das würde ich ganz gerne limitieren und die dann eben die, ja, ich sag mal, die Eierlegehennen würde ich dann separieren und das nur noch auf ein bis zwei Hennen begrenzen, die dann, ja, wie formuliere ich es nett, dem Hahn zur Verfügung stehen sollen. So, also hier soll das Ganze passieren und ja, das wird wohl heute die Aufgabe sein. Wir haben darüber hinaus eine nicht ganz so gute Haushaltsbilanz. Da werden wir wahrscheinlich nachbessern müssen, also ein bisschen ja auf die Jagd gehen müssen. Eier haben wir aber auch noch genug. Das dürfte auch noch ein bisschen Geld geben. Aber ich würde sagen, wir legen dann auch direkt mal los. Und ja, fangen, glaube ich, bei den Eiern mal an. Und genau, um den Honig würde ich mich heute noch ganz gerne kümmern. Denn da habe ich ein bisschen recherchiert und bin noch ein bisschen schlauer geworden. Mehr dazu aber gleich. So, erstmal kommst du hier rein. Und hier garantiert keiner raus. Und es werden auch immer mehr Hennen. Das lässt sich nicht bestreiten. Zwei. Drei. Vier. Oh, die haben auch schon wieder alles leer. Alles ratzekahl weggefuttert. Das wird auf jeden Fall langsam ein bisschen zu viel. Vielleicht können wir da die ein oder andere Henne wegnehmen. Das wäre vielleicht noch eine Option. So. Ja, es sind auf jeden Fall, glaube ich, 7 Hennen, die wir da jetzt haben. Ich werde die erstmal hier auf Seite packen, damit die mir nicht gleich Amok laufen, wenn ich die Eier hier einsammle. Noch schon wieder überall Eier hingelegt. Sind das jetzt nur noch eine, ne? Genau. So, dem Hahn ist es wohl, denke ich, egal, was ich mit den Eiern mache. Aber so, okay, dann zack. Und da war auch noch eins. Dann würde ich jetzt zuallererst nochmal nach dem Wasser gucken, dass die ein bisschen was zu trinken kriegen. Ist auch schon voll der Eimer. Perfekt. Okay, da. Mal volllaufen lassen. Und dann kann ich jetzt die Hennen eigentlich schon wieder rausnehmen, denn die Eier, die kann ich nachher aus der Ferne. So. Zack. Und zack. Nochmal 11 Eier. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt drauf. Geh erstmal mit denen so rein. Was soll der Geiz? Erstmal die First Person. Ich habe ja die Hoffnung, dass der Hahn da nicht wirklich hinterherkommt bei so vielen Hennen und sich die Zahl der befruchteten Eier dann jetzt so langsam in Grenzen hält, denn wir haben wirklich gerade viele Hennen. Ja, hält sich in der Tat doch sehr stark in Grenzen.
Ein befruchtetes Ei ist dabei. Das ist doch gut, da ist schon wieder ein Ei. Das können wir dann direkt auch noch mal untersuchen. Und das ist befruchtet. Okay. Das ist doch gut. Dann kann auch das noch mal zurück. Ich wünsche, das würde im realen Leben so gehen, dass man hier aus der Ferne so einfach mal so ein bisschen Kacke aufsammeln kann. Naja, egal. Also, dann haben wir die Hühner jetzt erstmal versorgt. Ich gucke nochmal eben auf den Futtertrog und auf das Wasser. Das sieht soweit gut aus. Schauen wir eben nochmal kurz bei den Schweinen vorbei. Kann sagen, da hat sich auch schon ein bisschen was getan, denn ihr werdet es gleich sehen. Ja, sie haben auch ganz viele, ja, ich sag mal, Minen hinterlegt. Aber hier sehen wir, das ist das Freudige. Sehen wir es oder sehen wir es nicht? Wir sehen es nicht. Ja, die Einblendung, die ist irgendwie, die ist irgendwie so ein bisschen buggy. Kommt mal, mal kommt sie nicht. Jedenfalls habe ich es im Vorhinein schon mal gesehen und ja, sie ist trächtig, das oder sie ist tragend oder wie auch immer man das bei Schweinen nennt. Genau. Und da stehen also bald die ersten Ferkel ins Haus, was unserem Geldbeutel dann schon mal ziemlich gut tun dürfte. Das wird dann also bald exponentiell wachsen und da freue ich mich dann schon drauf und dann können wir auch die Jagd endlich zumindest mal deutlich reduzieren und einschränken. So, die Boxen sind leer. Kommen wir zum Honig. Da brauchen wir zuallererst mal den Smoker. So, da wird jetzt den Bienen so ein bisschen Good Vibes verschafft. So, es reicht auch angeblich, wenn man das total kurz macht. So. So, dann kann man das zumachen. Und dann fehlt uns noch was. Dann fehlt uns nämlich, ich habe gestern schon vermutet, aber es als Schwachsinn abgetan, es fehlt tatsächlich das Fass. Und genau, und wir brauchen auch noch ganz viel mehr Bienen. Die kommen dann eben auch hier in diese, ja, hier, werden hier reingelegt. Und dann wird das alles in ein Fass Honig gepackt und dann soll man den Honig verkaufen können. Wie viel da letztendlich bei rumkommt, das kann ich noch nicht sagen. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Aber genau, da müssen wir noch ein bisschen warten. Fürs Erste würde ich sagen, gehe ich jetzt einfach noch ein bisschen auf Holzsuche. Wobei Jagd jetzt eigentlich auch nicht verkehrt wäre, ne? Weil, wenn ich jetzt mal gerade gucke, die Hühner, die fressen uns ja gerade so ein bisschen die Haare vom Kopf. 5 Säcke haben wir noch. Wäre auf jeden Fall besser, noch Geld zu haben, als zu brauchen. Das heißt, ich würde jetzt zuallererst mal kurz. Ich hätte bei den Schweinen noch vorbeischauen können, aber ich meine, die hatten noch genug Essen. Wie dem auch sei, ich werde jetzt erstmal in Richtung Tiere gehen. Ja, genau. So geht man auf die Jagd. So geht man auf die Jagd. So macht man das. Dann wäre doch die erste Kühlbox schon fast wieder voll.
Das klingt doch schon mal sehr gut. Wenn wir jetzt noch vielleicht den einen oder anderen Bären erwischen, dann wäre das doch optimal. Ja, bisschen Kautschuk-Flavor auch noch mit dabei. Ah, so muss das sein. So, das kann ich jetzt, glaube ich, mal zu Fuß abwickeln. Auch noch schön drauf treten. Jawohl. Jagen kann ich. Mit Würde jagen kann ich auch. So, okay, dann würde ich sagen, jetzt nochmal auf in Richtung Super, nicht Supermarkt, sondern Baumarkt. Da vorne geht auch schon wieder. Oh, hier ist ja richtig was los. Was ist denn, also was ist denn hier, ist hier heute? Meins. Oh, du hast aber Glück gehabt. Du hast richtig Glück gehabt. Naja. Kurzweilig. Gut, also dann erste Box voll. So muss das sein. Bin ich jetzt hier richtig? Natürlich nicht. So, dann Fleischstapel die nächste. Okay, dann dürfen wir jetzt eigentlich schon wieder fast, ja, also dann haben wir die Boxen schon wieder in Summe halb belegt. Ups. Da geht's lang. Ja, dann bin ich jetzt nochmal sehr gespannt, ob wie viele Bären wir jetzt hier treffen. Also, wenn die Population ähnlich zugenommen hat wie die der Rehe und Hirsche, dann wird das hier eine spannende Sache. Ich glaube, da hinten sehe ich schon einen Bär. Sagen, dann kümmern wir uns erstmal um den. Perfekt. Läuft ja gerade wie am Schnürchen. So, wo es einen gibt, da gibt es bestimmt noch mehr. Oder nicht. Nochmal hier unten.
Ja, dann geht doch so langsam die Munition wieder zur Neige. So ganz langsam. Okay, aber da hat man auch eben noch mal locker die Truhen oder die Boxen voll gemacht. Okay. Dann fahren wir trotzdem noch mal ein bisschen weiter. In der Hoffnung, dass da noch mehr geht. Tja, geht da noch mehr? Das ist eine gute Frage. Oder ist es jetzt tatsächlich an der Zeit, das Fleisch wegzubringen und zu warten, bis da mehr Tiere auf der Karte auftauchen? Das ist jetzt die gute, das ist die entscheidende Frage, ne? Jetzt fängt es wieder an zu regnen. Vielleicht müssen wir auch noch mal weiter vorne gucken, ob da inzwischen irgendwas ist. Weil beim letzten Mal hatten wir ja den Bär auch auf der anderen Seite oder letztendlich vor dem Baumarkt gesehen. Vielleicht hat das ja auch irgendwas zu bedeuten. Oder es war einfach nur eine Jagd, dass ein Bär einen Hirsch oder so bis dahin verfolgt hat. Kann ja auch alles möglich sein, ne? Da hinten haben wir einen Wolf. Der bietet sich schon so schön an. Muss man nur gucken, dass jetzt hier nicht irgendwo ein zweiter Wolf ist. Oh, da wird irgendwas gejagt. Irgendwas wird hier gejagt. Wahrscheinlich ein Wolf, irgendein Reh oder Hirsch oder was auch immer. Aber die Frage ist, wo? Und bin ich vielleicht schon zu spät? Ja, ich glaube, es fühlt sich so an, als wäre ich zu spät, weil ich jetzt auch nichts finde. Wird mal lauter, mal leiser da hinten. Na, egal. Gut, dann lade ich jetzt noch mal nach und dann kriegt der gute Saurus da unten. Wenn er mir schon das Fleisch wegnimmt, dann soll er wenigstens selbst als Fleisch enden. So alte Jägerweisheit. So, jetzt wird's stressig. So, du fährst mir nicht in die Parade. Was haben wir hier? 5 Wildfleisch. Da machen wir jetzt mal 7 draus. Ja, gut. Also ganz voll glaube ich jetzt auch nicht, dass wir das Ganze kriegen hier. Ich gucke mal gerade, wie die Map aussieht. Ja.
Man muss dann so ein bisschen Ausschau halten hier. Mal gucken, ob da nicht vielleicht noch irgendwo irgendwas ist, was man. Zum Beispiel sowas. Dann sind wir doch eigentlich auch schon fast voll. So, Raubtier sehe ich jetzt nirgendwo außer mich. Oh. Wieso nur eins? War der vielleicht schon verletzt oder so? Ich glaube, es entwickelt sich langsam ein Unwetter. So sieht's aus. Dann werde ich jetzt erstmal zum Supermarkt gehen bzw. zum Restaurant und werde da gucken, dass ich das Fleisch verkauft kriege. Ja, und es ist mal wieder maximalst überdimensioniert. Also wenn da das Mischverhältnis nicht ganz stimmen sollte, tut mir das auf jeden Fall leid, aber wenn ich es dann eben leiser mache, dann hört man vom restlichen Spiel nichts mehr. Auch bei gutem Wetter, das ist irgendwie ein bisschen. Noch ein bisschen schwierig. So, Huhn, Käse, Schweinefrikadelle, Wildfleisch natürlich nicht mit dabei. Schade drum. 480 Kröten sind 748 Dollar insgesamt auf unserem Konto. Und dann machen wir jetzt Folgendes. Ich werde jetzt mal versuchen, das Ganze hier einigermaßen sinnvoll zu stapeln. 18.40 Uhr haben wir auch schon. Dann könnte ich dann am nächsten Tag schon mal versuchen. Ich könnte es eigentlich jetzt vielleicht auch mal versuchen. Könnte ich noch mal versuchen, ein bisschen was an Futter zu organisieren. Das glaube ich, das würde ganz gut funktionieren. So vom von der Tageszeit her. Okay, ein Wassertank nehme ich auf jeden Fall noch mal mit und dann vielleicht so. Vielleicht so 6 Säcke, das wäre vielleicht noch ratsam. 210 haben wir auf jeden Fall noch auf der hohen Kante. Das ist gut. Ich glaube, sonst kann ich hier nichts weiter kaufen. Den Rest müsste ich dann im Supermarkt wahrscheinlich machen. Und ja, das ist auch übertrieben teuer. Aber ich glaube, mit der ersten Fleischfuhre. Kriegen wir das auch schon hin. Und ob wir das hier alles so in den Wagen kriegen. Steht auch im anderen Blatt Papier. Vielleicht kriegen wir es so. So. Einen noch. Einen noch. Oder muss ich den dann separat nochmal holen? So Beifahrersitz wäre doch mal klasse. Sei es drum. Komm, stellen wir das mal hier hin. Komme ich dann morgen wieder.
freue mich auf jeden Fall schon drauf. Jetzt lässt es, glaube ich, auch wieder nach. Perfekt. So, ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn wir irgendwann kein Holz mehr machen müssen, dass das, dass wir das dann ganz normal im Baumarkt kaufen können. So. Das beschleunigt auf jeden Fall einiges. Und dann könnte ich jetzt eigentlich auch nochmal lostingeln und ein bisschen was kaufen. Zum einen ein Fass wäre, glaube ich, ganz gut. Für den Honig. Damit wir da auch mal einen Schritt weiterkommen. Und zum anderen könnte ich dann noch den Rest des Wagens voll machen mit Futter. Weil ich persönlich glaube, dass sie mir jetzt wirklich langsam anfangen, das Futter vom Kopf zu fressen. Das ist, also die Haare kommen vom Kopf zu fressen, wie man so schön sagt, denn auch hier sieht man schon wieder leer. Also es wird jetzt auch langsam zu viel. Es liegen schon wieder jede Menge Eier da. Da müssen wir mal gucken. Könnten wir auch mal verkaufen. Könnten wir mal verkaufen, ja. Dann gucke ich jetzt erst noch mal bei den Schweinen vorbei und guck mal, was die so noch an Futter haben. Leben tun sie auf jeden Fall noch. Das heißt, es muss noch Futter drin sein. 5 von 21, perfekt. Ja, dann warten wir also auf den Nachwuchs. Na? Gut, okay. Ja, das ist auch ein Grund, warum ich nochmal Futter kaufen will, denn spätestens, wenn der Nachwuchs da ist, das können ja durchaus ein paar mehrere Ferkel sein, spätestens dann geht das Thema erst nochmal richtig los. Im Hinblick auf Futterverbrauch. Da müssen wir also auch drauf vorbereitet sein. Und bis wir den, bis wir diesen Kornspeicher oder Weizenspeicher oder wie das Ding auch immer heißt haben, da vergeht dann noch ein bisschen Zeit. Man kann das jetzt natürlich alles angehen und sagen, okay, man geht jetzt hier los und jagt 2, 3 Tage hintereinander. Das ist durchaus eine Möglichkeit. Und dann schafft man sich eben die Materialien ran, die man braucht. Ginge auch. Ja, ich gerade mal so drüber nachdenke, aber ich habe jetzt 538 und das, also alleine für das Metall, glaube ich, braucht man 500, dann noch Zement dazu. So, das Fass kostet 18, da werde ich wahrscheinlich dann auch mehrere brauchen, ne? Gehe ich mal von aus. Kaufen würde ich gerne. Komm, ich kann noch mal 5 mitnehmen. Da habe ich ja immer noch genug Startkapital für den Kornspeicher. So. Hier kriege ich auf jeden Fall noch einen Sack hin. Das ist gut. ,5 geht da rein. Also das mit dem Honig, das, ich weiß nicht, ob ich da der Typ für bin, ne? Also, weil man muss dann wirklich durch die Wälder gehen und ja, dann hört man die Bienen auch. Aber bei meinem Glück suche ich dann irgendwie, ja, mehrere Stunden am Tag. Kommt halt drauf an, was es bringt, ne? Ich glaube jetzt nicht, dass es so viel bringt, dass man dann, dass es vielleicht das Jagen wettmacht, ne? Aber das, keine Ahnung, ist gefährliche These meinerseits. Ich habe keine Ahnung, was so ein Fass Honig bringt. Ich werde es auf jeden Fall weiter verfolgen, bis das Fass voll ist.
Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also das dürfte jetzt eigentlich eine Zeit lang reichen. Also wenn das nicht reicht, dann. Also bis zu unserem ersten Kornspeicher dürfte es auf jeden Fall reichen. Ich habe halt die Befürchtung, dass danach dann die Bienen weg sind, nur wenn ich das jetzt hier alles fertig habe. So, fass hier rein. Ich weiß nicht, ob danach irgendwie ein leerer. Wie heißt das Ding? Wabenrähmchen übrig bleibt. So 1,4. Nee. Nee, 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 nee. Das wäre ja, dann wäre es schon wieder geil, ne? Dann wäre es schon wieder geil. Dann kannst du jetzt hier. Nimmst du sie raus, packst sie wieder hier rein und dann lässt du sie weitermachen. Oder? Drei, ja, passt. Du gehst wieder aus. Och, dann ist das. Dann ist das, glaube ich, ganz cool. Weil das ist halt was, was sich von alleine dann. Ne? Dann muss man nur diese fünf Rähmchen hier einmal vollkriegen und dann läuft das in gewisser Weise von alleine. Wie gesagt, muss man gucken, was in so ein Fass bringt, logischerweise. Aber für den Anfang dann vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Gut, okay, dann lassen wir es mal machen. Und. Ich schaue noch mal. Ja, ich kann vielleicht die Sicke noch mal hier reinpacken. Vielleicht noch mal zwei bei den Schweinen vorbeibringen. Und noch ein bisschen Wasser könnte ich vielleicht dahin packen. Das ist leer. Ja, wäre vielleicht eine ganz gute Idee. Dass ich eine Wassertonne da vorne fest hinstelle. Hier vorne habe ich ja auch eine fest installiert. Und den nehme ich dann noch mit. Hier von 21, 11 sind wir dann bei 18, das ist doch mal ganz gut. Aber ich glaube, trinken tun die gar nicht so viel, oder? 18,3, nee, das ist okay. Ja, lass mal trotzdem hier, lass mal trotzdem vielleicht einen hier. Bei Gelegenheit kann ich ja nur noch einen Eimer mitbringen. Ich glaube, so teuer dürfen sie nicht sein. Und genau. 18 von 21 lohnt sich dann auch nicht, noch einen Sack zu opfern. Okay, dann wäre doch das nächste vielleicht nochmal, ja, vielleicht wirklich nochmal jetzt nach dem Hühnerstall hier gucken, denn das müssen wir auf jeden Fall angehen. Das muss jetzt bald passieren. Ich habe da vielleicht gesehen, dass ich bei dem
bei den Hühnergeländen noch ein, oder bei dem auf dem Hühnerstall sozusagen oder im Gehege schon irgendwelche multigroßen Häuser aufgestellt habe, zumindest mal geplant habe. Das mache ich aber wieder weg, weil das ist sozusagen, das war nur ein Test, um zu gucken, ob die großen Häuser am Ende dann da auch noch hinpassen. Aber das sah ganz gut aus. Da kommen natürlich erstmal kleinere hin, die ein bisschen eher in unserem Budget sind. So, aber erstmal müssen wir eh gucken, dass ja, dass wir die Umzäunung hinkriegen. Und dann bleibt es nicht aus, dass man zwischendurch mal Holz farmen muss und ein bisschen Holz sägen muss auch gleich. So eine zweite Profisäge wäre auch, glaube ich, ganz nice für die Entwickler, also für, damit das Ganze noch ein bisschen schneller geht. Aber naja, fürs Erste, glaube ich, passt das schon. Upsi. Und dann könnte ich das auch eigentlich in zwei Schritten machen mit dem Hühnergehege. Ich habe ja zwei Gehege gebaut. Das eine ist für Hühnerzucht und das andere ist für ja, Legehennen. Könnte man in zwei Schritten machen. Macht man erstmal ein Gehege nur für die Hennen und der Hahn bleibt dann mit ein oder zwei Hennen dann nochmal in dem kleinen Gehege drin. Ja, so dass das halt eben so ein bisschen separiert wird und für nicht, ja, so dass die Zahlen nicht explodieren. Und das nimmt mir auch ein bisschen Arbeit ab nachher, wenn ich die Eier dann nehmen will, dann aus dem Legehennenstall kann ich die einfach direkt rausnehmen. Aus dem Zuchtstall muss ich dann immer gucken mit dem Ovoskop, ob das alles soweit passt, ob ich die tatsächlich dann irgendwie verkaufen kann oder ob das ein befruchtetes Ei ist. Das muss ich aber jetzt jedes Mal machen. Und das kann ich mir dann schenken. Deswegen ziemlich wichtig, jetzt erstmal Stall bauen. Und dann schauen wir mal. So. Okay, was haben wir noch? Da vorne liegt noch was. Ah, ich glaube, da geht noch mehr. So, fahren wir damit erstmal zurück, gucken, wie weit wir kommen. Wahrscheinlich wird das noch nicht alles sein, aber wir werden sehen. So, hier haben wir noch eine ganze Menge Holz. Das ist doch schon mal richtig gut. Das sagt der Generator, der ist noch gut dabei. Dann ist jetzt erstmal großes Sägen angesagt. Aber mit der Profisäge geht das wirklich alles rubbeldi Katz.
Und hier haben wir ja, wie gesagt, auch noch jede Menge Holz. Dann kriegen wir vielleicht sogar noch die Truhen, nicht die Truhen, sondern die Tröge hin. Ja, obwohl das 32. Ne, das sind 18, das sind 36. 36 Holz für jeweils Wasser- und Futtertrog. Na, das wird eine ganze Menge. Oder waren es 16? Ich glaube, es waren 16, ne? Aber wir werden es sehen. Den können wir schon mal hier aufladen. Nehmen wir alles nochmal mit. So, einmal ausschalten. Dann einmal das hier mit. Gut, machen wir es so. Könnte auf jeden Fall ein guter Stapel werden. So, das nehmen wir mal hier hin. Ach gut, das sind jetzt auch nur noch drei, ne? Ja, gut. Ja. Mal gucken. Okay, dann haben wir jetzt zumindest schon mal Holz hergestellt. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Es tut mir leid, aber irgendwie. Gut, testen kann ich es jetzt auch nicht. Schade, dass er den Generator nicht anzeigt, weil Generator wäre auf jeden Fall. Ja, so ist es richtig. Wäre ein guter Indikator dafür, warum ich das Ding stellen möchte. Okay, also wir haben ein bisschen Holz gesägt. Wir werden in der nächsten Folge dann den Hühnerstall soweit aufbauen. Und ja, wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und über ein Abonnement freue ich mich natürlich immer. Vielen Dank, wenn ihr euch dafür entscheiden solltet. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und wünsche euch noch eine schöne Zeit auf YouTube. Bis dahin. Ciao, ciao.